Herzlich willkommen zurück hier bei This War of Mine und wir machen gleich weiter. Hab schon ganz vergessen, welchen Tag wir eigentlich haben, aber das wird uns ja gleich eingeblendet. Nach dem Ladebildschirm. Wir schreiben Tag 9. Tag 9 in dieser zerstörten Stadt. Sehr gute Beute haben wir gemacht. Wir wurden ausgeplündert. Jemand ist in der Nacht gekommen, um unsere Sachen gewaltsam mitzunehmen. Also Bruno hat hier ein bisschen was bekommen. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Es waren ein paar Plünderer, geringfügiger Schaden. Und sie haben Essen mitgenommen und Kräuter. Na super. So, wir hatten doch irgendwo diesen Wasserboiler aufgestellt. Ach, dafür brauchten wir aber Filter. Können wir jetzt Filter herstellen? So, und du mach mal das Radio an, bitte. Du bist hungrig und müde. Unser Kollege, ja, Jovan ist verstorben, Scharfschützen erschossen, wir werden ihn vermissen. Das haben wir schon mal gehört, glaube ich. So, kannst du was kochen? Achso, da werden wir Brennholz brauchen. Genau, wir können jetzt hier einen Filter herstellen. Können wir noch irgendwas in der Wohnung erkunden? Nicht wirklich. Es reicht mir, ich halte es bald nicht mehr aus. So, du hast einen Filter hergestellt. Und jetzt... Nein, nicht du. Du gehst da nach oben. Und du gehst... Meine Wunden bringen mich um. Ja, aber wir brauchen Brennholz zum Kochen. Scheiß drauf. Was ist denn das für eine Einstellung, Bruno? Ich wünschte, ich hätte die Stadt verlassen, verdammt. Ja, da kannst du recht haben. So, und wir können hier oben jetzt Trinkwasser herstellen. Sehr schön. Machen wir auch. Das dauert ein bisschen. So, du bist mittlerweile fertig. Hungrig, verletzt, deprimiert, müde. Du wirst jetzt erstmal was kochen. Wo ist der Ofen? Ah, hier. Ich kann nicht, ich gebe auf. Naja, hoffentlich nicht. So, und unser neuer Marin. So, und wir können noch nichts zu essen herstellen, weil wir kein Wasser haben. Na gut, dann würde ich sagen, ja, das Wasser, das braucht ihr noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, dann geht ihr beide mal schlafen. Vielleicht gibt's morgen was zu essen. Es ist jemand an der Tür. Warte mal. Hier sind zwei Leute an der Tür. Hey, ich habe etwas mitgebracht. Schauen wir mal, was die Typen wollen. Wer seid ihr? Wir leben mehrere Blöcke von hier entfernt. Wir haben gesehen, dass sie in dem Gebäude Unterschlupf gefunden haben. Als Nachbarn wollten wir vorbeisehen und Hallo sagen. Wir haben Gemüse aus unserem Garten mitgebracht. Guten Appetit. Oh, das ist aber sehr nett. Danke. Wir müssen einander helfen. Wir haben jetzt also viel Gemüse bekommen. Schön, dass es so etwas in Zeiten des Krieges noch gibt. Dann kannst du jetzt erstmal ein bisschen was essen, Marin. 9 Gemüse, das ist ein ganzer Haufen, den wir jetzt haben. Nicht sehr sättigend. Immer noch hungrig. Ja, dann isst noch eine Portion. Wir haben jetzt genug. Jetzt bist du nur noch müde, dann leg dich schlafen. So, und du gehst hier ebenfalls hoch und machst dir ein bisschen was. Und morgen können wir dann wieder ein richtiges Essen kochen für die beiden. Hoffentlich. Falls sie die Nacht überleben. Das weiß man ja nie so genau. So, mittlerweile wurde hier schon ein bisschen Wasser gesammelt, glaube ich. Es wird nie vorbei sein. Naja. So. Ja, ich fände es das Beste, wenn sie gekocht wären. Aber das nutzt jetzt nichts. Da müssen wir durch. So, jetzt ist er nicht mehr hungrig und kann wieder schlafen legen. Und dann werden wir zur Nacht vorspringen. Also noch halten sich die beiden hier recht gut.
Ja, auch wenn Bruno nach wie vor verletzt ist. Ich hoffe, er erholt sich ein bisschen. Wir haben keine Bandagen. Wäre mal an der Zeit, welche zu finden. So, und wir beenden den Tag. So, was haben wir hier? Wo könnten wir heute hingehen? Hauptplatz. Das Stadtzentrum war mal schön. Parks, Plätze und Monumente umringt von alten Gebäuden. Der Krieg hat von diesem Gebiet seinen Tribut gefordert. Es gibt einen Marktplatz, wo Leute miteinander handeln. Vielleicht finden wir dort Sachen, die wir brauchen, vorausgesetzt, wir können etwas im Tausch anbieten. Das klingt doch schon mal nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Schauen wir uns den Hauptplatz mal an. Und wir haben wir Sachen zum Tauschen. Naja, wir haben hier Schnaps, den nehme ich mit. Das Buch nehme ich mit. Haben wir hier sonst noch was Wertvolles? Kaffee? Ja, den Rest lassen wir mal lieber und gehen jetzt mal zum Hauptplatz und sehen uns den mal an. Klingt ja recht einladend irgendwie. Und selbst hier kann man noch was finden. Waffenteile, andere Teile, das Brennholz lasse ich derweil hier liegen und wühle mich hier noch durch den nächsten Haufen. Bruno ist immer noch verletzt, hat sich nicht wirklich erholt. Oh ja, und auch hier die Materialien nehmen wir mit. Hier sind ein paar Leute. Hey Kumpel, brauchst du Materialien? Vielleicht Holz? Schauen wir mal, ob er wirklich nur Holz hat. Was ist das? Eine beschädigte Gitarre. Dann haben wir Brennstoff hier. Also derweil bin ich nicht interessiert. Vielleicht schauen wir nochmal vorbei. Und hier sind noch mehr Leute. Mir fehlt das Essen, das wir vor dem Krieg hatten. Okay, er hat nur Wodka. Kaffeebohnen. Tabak. So etwas brauchen wir zurzeit nicht. Wir bräuchten Bandagen. Und Bruno schleppt sich hier vorwärts. Hier sieht es so aus, als könnte es Bandagen geben. Medizinisches Zubehör, genau. Ja, ich hätte gerne diese Bandagen. Ich kann dafür Wodka anbieten, Kaffee, ein Buch. Okay, vielleicht weniger Bandagen. Wir können uns nicht mal eine einzige leisten. Und was hat er hier anzubieten? Essen. Essen ist natürlich nie verkehrt. Können wir Essen gegen Wodka tauschen? Nur das Gemüse reicht nicht. Aber vielleicht können wir hier ein bisschen Wasser. Okay, sehr schön. Wir bekommen hier 7 Wasser dafür. Das war ein guter Tauschhandel. Oh, und was ist hier? Hier ist noch ein Haus. Das werden wir uns ebenfalls noch ansehen. Aber hier wohnen Leute. Aber das Haus ist sowieso verschlossen. Gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ein guter Tauschhandel. Und wir wissen, wir können wiederkommen, wenn wir ein paar mehr Sachen haben. So, warte mal. Vielleicht kannst du jetzt noch ein bisschen Holz einpacken.
Nee, weil wir voll sind. Okay, dann gehen wir zum Ausgang zurück. Und Bruno ist zurück. Aber das machen wir dann beim nächsten Part. Der nächste Tag wird dann der 10. sein. Ja, so. Gut, das war hier Tag 10. Und wir sehen uns, das war Tag 9 und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es mit Tag 10 weitergeht. Macht's gut, bis bald, euer Chris.